Bedingt durch den digitalen Wandel erleben Organisationen häufig einen Veränderungsdruck. Und dieser führt auch konkret zu Veränderungswünschen. Dabei bietet die Digitalisierung viele Chancen und stellt aber natürlich auch zur gleichen Zeit die Organisationen vor Herausforderungen. Wir wollen Ihnen heute zeigen, wie solche Veränderungen konkret gestaltet werden können und ja, welche Veränderungsfelder es überhaupt gibt. Außerdem zeigen wir Ihnen Methoden, wie Sie diese Prozesse selbst gestalten und wie Sie mit sogenannten Gelingenskriterien Ihre Arbeit selbst überprüfen können. Und ich freue mich sehr, dass Susanne Saliger heute mit dabei ist von der Akademie für Ehrenamtlichkeit, zugeschaltet aus Berlin. Susanne ist Trainerin und Beraterin mit den Schwerpunkten Freiwilligenmanagement und sie leitet den Bereich Digitalisierung und Organisationsentwicklung. Schön, dass du wieder heute mit dabei bist, Susanne. Wir freuen uns und damit auch gleich die Bühne frei für dich. Ja, vielen Dank, Sabine. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Auch von mir ein herzliches Hallo in die Runde. Ich werde gleich zu den 5 Schritten kommen, möchte eingangs aber noch ein bisschen beschreiben, wie wir dann zu diesem Veränderungsmodell gekommen sind. Ich nutze diese PowerPoint. Sabine hat gesagt, dass sie zur Verfügung gestellt wird. Darauf können Sie sich dann auch verlassen. Sie müssen jetzt nicht viel mitschreiben. Und ich gebe Ihnen jetzt eingangs noch mal einen kleinen Überblick, was uns die nächsten 45, 50 Minuten erwartet. Wir haben uns in der Akademie schon seit mehreren Jahren mit der digitalen Veränderung beschäftigt oder besser gesagt Veränderungsprozesse, die durch diesen Megatrend Digitalisierung hervorgerufen werden. Viele Organisationen, Non-Profit-Organisationen, die vor allem auch mit Ehrenamtlichen arbeiten oder nur durch Ehrenamtliche getragen sind, stehen dabei vor großen Herausforderungen. Es hat Implikationen, die technologischer Art sind, Kosten impliziert das Ganze. Aber Digitalisierung verändert auch unser Miteinander, unsere Kommunikation, unsere Kommunikationsart und auch wie wir zusammenarbeiten. Da kann Digitalisierung sehr hilfreich sein, aber mit neuen Sachen fremdeln wir Menschen ja immer ein bisschen. Und wir haben ein größeres Projekt durchgeführt, das nennt sich die Verantwortlichen Hashtag Digital, war gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung und dem Bundesinnenministerium, lief von 2019 bis Sommer diesen Jahres. Und vor diesem Hintergrund haben wir sehr, sehr viele Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt, weil wir bundesweit insgesamt 28 Organisationen in der Entwicklung einer Digitalstrategie unterstützt haben und große Veränderungen in den Organisationen mit begleitet haben. Und vor diesem Hintergrund ist auch so ein bisschen mein kleiner Vortrag heute zu verstehen, dass wir diese Erkenntnisse, diese Tipps, die wir für Sie heute hier haben, gemeinsam mit Praktiker, Praktikerinnen entwickelt haben und Ihnen die gerne mitgeben möchten, das Ganze teilen möchten, damit Sie nicht bei Null anfangen und das Rad neu erfinden müssen. Bedeutet, ich gehe gleich nochmal ganz kurz auf die Rahmendaten des Projekts ein, damit Sie es ein bisschen einordnen können, was wir da gemacht haben, in welchem Kontext das Ganze entwickelt wurde. Möchte dann auf die sogenannten Veränderungsfelder des digitalen Wandels eingehen. Eine Schnellanalyse werden wir heute nicht machen. Da möchte ich gerne auf den Vertiefungsworkshop verweisen, der Ende November stattfindet. Da werden wir nachher noch den Termin mitteilen. Dann kommt immer erst die Frage, warum? Das ist nicht nur in der Sesamstraße oder bei Kleinkindern so die Frage, sondern wir regen auch an, immer zu hinterfragen, warum sollen welche Veränderungen stattfinden. Dann möchte ich auf die 5 Schritte in der Veränderung, in den Veränderungsphasen eingehen und auch konkrete Anregungen geben, wie Sie diese 5 Veränderungsschritte in Ihrer Organisation gestalten können. Und abschließend eben die 10 Gelingenskriterien. Und wir haben in der PowerPoint auch noch ein paar Praxishilfen zusammengefasst, die Ihnen hoffentlich dann auch in der Umsetzung weiterhelfen können. Zum Projekt selbst. Ich hatte eingangs erwähnt, 28 Organisationen. Wir haben
das gesamte Projekt wissenschaftlich begleiten lassen durch CIVIZ, Zivilgesellschaft in Zahlen, weil wir wissen wollten, was sind so Hürden, Chancen, Potenziale, die Organisationen erleben, Hürden, die sie nehmen müssen, aber auch Potenziale, die sie nutzen können, ihre eigene Organisation digital weiterzuentwickeln oder Digitalisierung zu nutzen, um die eigene Organisation weiterzuentwickeln, Angebote zu verbessern, die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen auch zu unterstützen. Und vor diesem Hintergrund haben wir einen Leitfaden entwickelt, den ich im Kern heute hier vorstellen möchte. Zusätzlich zu dem Leitfaden, was jetzt hier auf der Folie sehen, in der Mitte, haben wir eine sogenannte Toolbox zusammengefasst. Das sind im Grunde genommen ausgewählte Methoden. Wir haben keine neuen Methoden entwickelt, sondern welche, die es schon gab. Eher ausgewählt und nochmal ein bisschen aufbereitet, um die einzelnen fünf Veränderungsschritte gestalten zu können. Also das sind Anregungen. Beides finden Sie auf unserer Webseite. Sabine wird wahrscheinlich gleich auch schon mal den Link zu unserer Webseite teilen und auch den Direktlink zum Leitfaden, auch zur Toolbox. Das ist frei verfügbar. Wir haben die Webseite jetzt von einer Projektwebseite umgewandelt in eine Praxis- und Wissensplattform, um sämtliche Erkenntnisse, Erfahrungen, all das, was wir entwickelt haben in den letzten Jahren, einer breiten Öffentlichkeit auch verfügbar zu machen. Nutzen Sie das gerne. Ich gehe noch mal ganz kurz auf die Studienlage ein, weil Digitalisierung ist ein großes Wort, Organisationsentwicklung, Gestaltung von Veränderungsprozessen, Change Management, um auch das Wort mal zu benutzen, sind sehr, sehr große Begriffe. Wenn ich jetzt noch das Wort Strategie fallen lasse, wird es noch größer. Das sind alles Sachen, die in den letzten Jahren und auch fortlaufend auch immer wieder untersucht werden. Also wir erleben es ja selbst in der Praxis. Was bedeutet es, Veränderungen voranzutreiben? Welchen Veränderungen sind wir auch ausgeliefert? Nicht nur, wenn es um Digitalisierung geht. Ich nenne es auch mal so Stichwort Einwanderungswellen, die Kostenfragen, knapper werdende Fördermittel und ähnliches. Das sind alles Veränderungstreiber, mit denen wir in unseren Organisationen, in unserem Arbeitsalltag zu tun haben. Die Frage ist, wie können wir gut damit umgehen? Wie können wir eigene Veränderungen in unseren Organisationen gut gestalten? Sie sehen hier auf der Folie einige zusammengefasste Berichte, Publikationen, die sich vor allem mit dem Schwerpunkt Digitalisierung im Non-Profit-Bereich beschäftigt haben. Und Sie sehen, wir haben unseren Leitfaden da so ein bisschen mit eingereiht. Es ist auch keine geschlossene Aufzählung, aber vor diesem Hintergrund haben wir auch ein bisschen den Leitfaden entwickelt, dass wir sehr praxisnah versucht haben, die Erfahrung, die andere schon entwickelt haben, durch verschiedene Studien nochmal weiterzuentwickeln und halt auch eine Handreichung Ihnen zur Verfügung zu stellen. Die Digitalisierung ist, wie gesagt, ein großer Begriff. Ich möchte eingangs noch mal ganz kurz erläutern, wie wir ihn verstehen oder welches Verständnis wir auch in unserem Projekt zugrunde gelegt haben. Einerseits ist Digitalisierung eine Metabeschreibung und meint so ganz im basalen Sinne das Umwandeln analoger Werte oder Informationen in digitale Formate. Also etwas, was es schon sehr, sehr lange mittlerweile ja auch gibt. Das andere Verständnis des Begriffs Digitalisierung, was übrigens auch ein sehr deutsches Wort ist, also im Englischen gibt es da gar keine Übersetzung in dem Sinne, aber wir verstehen in unserem Kulturraum halt häufig auch den digitalen Wandel bzw. die Transformation und dadurch ausgelöste Veränderungsprozesse in der Gesellschaft. Zusätzlich ist es so, dass es neben dem gesellschaftlichen auch um Veränderungen in der Organisation geht. Also wir benutzen auch den Begriff Digitalisierung, wenn es um organisationale Veränderungsprozesse geht, die durch die Digitalisierung ausgelöst werden oder wo wir auch Digitalisierung gezielt nutzen. Ich denke, dass es wichtig ist, die Gestaltungsmöglichkeiten, die Digitalisierung uns bietet, zu nutzen. Einerseits im bestehenden zivilgesellschaftlichen Sektor,
und insbesondere halt auch im Engagementbereich nicht nur digitale Tools, Hilfsmittel zu verwenden, sondern auch zu schauen, inwiefern können wir auch digitales Engagement weiter ausbauen. Glaube ich, auch eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren aufgrund der Pandemie stärker erlebt haben, die durch die Pandemie auch beschleunigt wurde. Wichtig ist es, Neues nicht gegen Altes auszuspielen, sondern eher zu schauen, was können wir gut mischen, mixen, was passt zu uns in unserer Organisation, was passt zu unseren Zielgruppen, mit den Menschen, zu den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Also es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern zu schauen, was ist hilfreich, was können wir verbinden, was kann uns auch nutzen, um unsere Organisationsziele zu erreichen. Digitalisierung ist nach wie vor eine große Herausforderung, nicht nur wegen des technologischen schnellen Fortschritts, sondern auch, weil es unsere Kommunikation, unser Miteinander ein Stück weit verändert. Ich habe es nochmal so ein bisschen aufgeteilt in die gesellschaftliche Dimension. Hier sprechen wir von der Systematik der digitalen Gestaltungsfelder. Da verweise ich einfach auf eine Publikation, die unter anderem Bertelsmann und andere große Stiftungen hervorgebracht haben, wo es zum Beispiel auch um Open Source Software beispielsweise geht, Datenhoheit, Datensicherheit. Also das wären alles so die Bereiche, die unter den digitalen Gestaltungsfeldern gefasst werden, wo es auch darum geht, dass die Zivilgesellschaft aktiv mitgestalten kann. Wir fokussieren heute hier stärker auf die eigene Organisation. Also wie kann da Digitalisierung genutzt und gestaltet werden? Unser Verständnis von Digitalisierung in zivilgesellschaftlichen, in gemeinnützigen Non-Profit-Organisationen ist so, dass wir denken, dass es bei der persönlichen Einstellung der Menschen, der Organisationsangehörigen, beginnt, was habe ich für eine Einstellung zur Digitalisierung? Und ich glaube, da erleben wir Menschen und auch selbst, vielleicht auch uns selbst in verschiedenen Stimmungen, mal zugewandt, offen, neugierig, aber auch manchmal überfordert, ablehnend zum Beispiel. Generell ist ja die Frage, wie kann ich auch eine offene Haltung, eine Veränderungsbereitschaft in der Organisation herstellen. Also es fängt, wie gesagt, bei der persönlichen Einstellung an. Wie können wir das auch in der Organisation ein Stück weit beeinflussen, wenn wir Digitalisierung nutzen wollen, eine Offenheit, eine Neugier auch herzustellen. Digitalisierung hat immer eine technische Komponente. Ich glaube, das ist sogar die größte und die als erstes wahrgenommen wird, wenn es um Hardware, um Software geht, um die Frage von Serverkapazitäten, Datenschutz, Datensicherheit und. Also ist ein ganz großer Bereich. Wir finden gleichzeitig, dass es wichtig ist, in den Blick zu nehmen, dass digitale Veränderungsprozesse Lernprozesse sind. Also wo wir alle Lernende sind, bestenfalls mit einer Art Pilotprojekt anfangen, schon angefangen haben, daraus immer wieder auch Erfahrungen, Erkenntnisse ziehen können, aber uns auch als Lernende zu verstehen. Ich vermute, wir werden technologisch gesehen bei der Digitalisierung, wie wir die nutzen können in Organisationen, ganz selten einen Status quo erreichen, also dass das irgendwann abgeschlossen ist, sondern nicht nur durch den technologischen Fortschritt, auch durch die Menschen unterschiedlicher Zugang, unterschiedliche Haltungen zur Digitalisierung von uns Menschen in den Organisationen immer wieder auch Veränderungen stattfinden, woraus wir lernen können und das deswegen auch als Lernprozess zu begreifen. In Veränderungsprozessen spielen auch hier die Menschen und das systematisch strukturierte Vorgehen, wenn es um Veränderungen geht, die größere Rolle als die Technik selbst. Also im Grunde genommen wird hier so ein bisschen das sogenannte Pareto-Prinzip auch angesetzt. 80% von Veränderungsprozessen wird eben durch die Art und Weise des strategischen Vorgehens, also das Wie beeinflusst und mit wem, also mit welchen Menschen, wie sind die Menschen, wie agieren sie, wie handeln sie und weniger durch die Technik, die wir anwenden, die wir implementieren, die wir nutzen. Und das gibt schon mal so ein bisschen Schlussfolgerung, wie wir auch erfolgreiche Veränderungsprozesse gestalten können, indem wir nämlich auch einen starken Fokus auf Strategie und auf die Menschen setzen können und
Strategie möchte ich nochmal so ein bisschen umschreiben, um nicht immer so das große Wort Digitalstrategie oder Organisationsstrategie dabei zu haben. Ich finde, hier geht es ganz, ganz viel um ein systematisch strukturiertes Vorgehen, was bestenfalls auch mit Zielen untermauert ist. Also erreichbare, realistische Ziele zu setzen und zu schauen, wie können diese erreicht werden für die Organisation. Eine Leitfrage, wenn wir Veränderungen gestalten wollen, ist, inwiefern kann Digitalisierung die Erreichung unserer Organisationsziele unterstützen? Unserer Erfahrung nach geht es nicht um Digitalisieren, 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 sondern wirklich zu schauen, was nutzt uns in unserer Organisation? Also vielleicht auch mit Blick auf vor allem Prozesse, auf die Menschen, also auf die Kultur, auf die Akteure, mit denen wir es zu tun haben und ein Stück weit auch auf die Struktur, in der wir arbeiten. Wo kann Digitalisierung uns da helfen und nutzen? Und wo kann sie es vielleicht auch nicht? Also wo entscheiden wir uns auch bewusst dagegen, nicht zu stark digitale Elemente zu nutzen? Wir gehen jetzt ein bisschen weiter, schauen uns sogenannte Veränderungsfelder im digitalen Wandel in Organisationen an. Auch hier gab es schon, ich glaube, das war 2016, 17, eine größere Studie zu Digitalisierung in Non-Profit-Organisationen und unter anderem das Better Place Lab, aber auch noch andere Akteure haben eine größere Untersuchung durchgeführt und haben diese fünf sogenannte Veränderungsfelder im digitalen Wandel identifiziert. Sie sehen hier einmal ganz oben den großen Bereich Strategie selbst. Da wurde dann zusammengefasst Digitalisierungs- und Datenstrategie, Förderstrategien, Wirkungsorientierung, Fundraising, Finanzierung, also auch viele Sachen, die eine Organisation auch am Laufen halten und auch gewährleisten, dass sie arbeitsfähig sein kann. Dann der große Bereich der Kommunikation, meint hier aber auch Kommunikation nach innen und außen, also mit Organisationsangehörigen, wie auch mit Zielgruppen, mit Begünstigten. Ich würde hier auch ein Stück weit die Menschen, die sich freiwillig engagieren in Organisationen, mit einbeziehen. Aber um gleich mal den Querverweis auf die, auf den Kreis gegenüber zu machen, Kultur und Arbeitsweise, auch dort findet sich das wieder, wie arbeiten wir miteinander. Also es hat viel mit Organisationskultur, Kommunikation miteinander zu tun. Wie veränderungsfähig sind wir, wie flexibel? Der Begriff Agilität taucht hier auch mit auf. Wie entscheidungsfähig sind wir? Welche Formen der Zusammenarbeit haben wir? Wie hat sich das auch in den letzten Jahren nochmal verändert? Wie häufig können wir uns analog treffen, online treffen? Wie finden wir einen guten Mix? Wie finden wir auch einen Zusammenhalt im Arbeitsteam beispielsweise? Und unten die beiden Felder sind noch Organisation und Prozesse. Hier nochmal ganz stark die Organisationsstruktur, aber auch Kernprozesse zusammengefasst, Administration, Verwaltung, Projektsteuerung. Auch hier findet sich die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen wieder, weil Ehrenamtliche oftmals ein ganz großer Bereich in Organisationen sind, in ehrenamtlich getragenen Organisationen sowieso, aber auch in Organisationen, wo es Haupt- und Ehrenamt gibt, die Ehrenamtlichen da auch ganz stark mitzunehmen und auch für gute Arbeits- und Rahmenbedingungen fürs freiwillige Engagement hier zu sorgen. Und dann gibt es noch den nicht weniger kleinen Bereich Technologie und Daten, wo wir uns alle ein Stück weit mit der Frage der Technologie, Datenschutz, Datensicherheit beschäftigen müssen. Und ich glaube auch, dass das neue Datenschutz, die neue Datenschutzverordnung, die ja mittlerweile vor 2, 3 Jahren rauskam, hat uns nochmal ganz schön durcheinander gewirbelt und noch mehr, weil immer wieder bei der Software auch die Frage ist, wie sicher ist es und wie datenschutzkonform ist es, gerade wenn wir mit sensiblen Daten von Ehrenamtlichen, von Mitgliedern, von Zielgruppen beispielsweise hantieren. Jetzt habe ich schon relativ viel geredet. Ich möchte Sie jetzt einmal kurz einladen, in den Chat zu schreiben, mit welchen Veränderungsthemen sind Sie in Ihrer Organisation beschäftigt? Und ich habe noch die Frage so ein bisschen untermauert mit, wo sitzt der Schmerz? Also wo haben Sie einen Schmerz, wo Sie merken, da kommen wir nicht mehr so richtig weiter? Das möchten wir verändern.
Das wäre schön, wenn Sie es einmal kurz in den Chat reinschreiben. Sie können ihn zwar nicht lesen oder sehen, den Chat. Ich würde dann aber ein paar Sachen einmal kurz teilen und laut vorlesen. Jetzt kommen schon die ersten Nachrichten rein. Zeiterfassung digital. Oh ja, das kenne ich auch gut, by the way. Fehlende Strategie bzw. unklarer Auftrag für die Abteilung. Krankmeldung digital, Digitalisierung der Verwaltung mit allen in verschiedenen Ausprägungen und Dringlichkeiten, Schmerz, Überforderung der Menschen, Einbindung von Ehrenamtlichen, Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit, Case Management, veraltete IT-Infrastruktur, Motivation von Ehrenamtlichen, MS365 einführen in der Bürgerstiftung. Ich kann nicht alle nennen, aber ein paar, damit Sie auch voneinander ein bisschen mitkriegen, welche Themen Sie beschäftigen. Digitale Ablagestrukturen, Zeitbudgets im Alltag zur Umstellung, Fundraising, wie tickt meine Zielgruppe, Co-Forschung innerhalb eines Projekts zur Digitalisierung, gleicher Wissensstand, wenn Prozesse digitalisiert werden, Kommunikation, Organisation, Widerstände der festangestellten Mitarbeitenden. In allen Bereichen soll digitalisiert werden, veraltete Software, Social Media, Projektmanagement. Und der Schmerz sitzt bei der Kapazität im Team. Alle sind bereits ausgelastet. Ich glaube, Frau Raab, da haben Sie so, es ist gerade der letzte Beitrag hier im Chat, den Nagel auf den Kopf getroffen, weil das sehr, sehr viele beschäftigt. Und wir im Grunde genommen in unserem Arbeitsalltag selten die Zeit haben, solche Veränderungsthemen, Veränderungsprozesse mit voranzutreiben. Es sei denn, wir haben vielleicht eine extra Förderung bekommen, dann kriegen wir vielleicht das Geld, aber wir müssen ja auch die Arbeitszeit dafür zur Verfügung stellen. Das ist ein Dilemma, was ich nicht auflösen kann, bin ich ganz ehrlich, würde ich auch gerne. Ich habe aber mit den gleichen Problemen zu tun. Nichtsdestotrotz finde ich, sollte man immer so mit den ersten Schritten anfangen, dranbleiben, Veränderungen vorantreiben. Und was in Ihren Beiträgen hier im Chat deutlich wird, dass es schon ähnliche Themen sind, wo es teilweise auch um Prozesse geht, auch mit dem Ziel Vereinfachung von Arbeitsprozessen, damit wahrscheinlich auch Arbeitskapazitäten anderweitig genutzt werden können. Effizienteres Arbeiten, verstehe ich darunter, Verbesserung der Kommunikation, gerade in der Zusammenarbeit, Kommunikation mit Freiwilligen, mit Ehrenamtlichen, was kann da auch helfen? Datenbank wird hier auch noch mit genannt, E-Akte, also beispielsweise auch so Mitgliederverwaltung auch zu vereinfachen beispielsweise. Widerstand ist auch nochmal ein eigenes Thema. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Ich werde Ihre Beiträge auch in der PowerPoint nochmal mit reinnehmen, damit Sie vielleicht auch nochmal so ein bisschen eine Idee haben, womit sind Sie denn alle so untereinander beschäftigt. Es gibt viele Ähnlichkeiten, finde ich. Ich kann jetzt nicht auf die einzelnen Themen eingehen, möchte generell nochmal darauf verweisen, dass wir Ende November nochmal einen Vertiefungsworkshop zu den 5 Veränderungsschritten haben. Da können Sie vielleicht auch nochmal das eine oder andere ausprobieren in dem Workshop, wenn Sie daran teilnehmen mögen. Heute möchte ich fortführen mit der Frage, wie können Sie die Veränderung systematisch auch angehen, umsetzen, also in Richtung von Planen, was können Sie bei der Umsetzung dann auch beachten. Und Sie haben ersten Schritt jetzt schon damit gemacht, dass Sie auf die Frage geantwortet haben, mit welchen Veränderungen sind Sie beschäftigt, weil das auch ein Stück weit die Anregung ist. Wenn die Veränderung angegangen werden soll, zum Beispiel durch eine ganz kleine Schnellanalyse im Rahmen dieser 5 Veränderungsfelder, die ich Ihnen eben gezeigt hatte, auch einmal zu schauen, wie stark ist dieser Bereich schon ausgeprägt. Also Moment, ich springe mal schnell auf die nächste Folie, damit Sie es nochmal sehen können. Also zum Beispiel im Bereich von Kommunikation oder auch von Organisationen und Prozessen. Da kamen mir viele Themen hier gerade im Chat dazu, zu schauen, wie gut sind wir darin schon? Also wie stark ist das schon ausgeprägt oder wie schwach sind wir da noch aufgestellt innerhalb der Organisationen? Lohnt sich vielleicht auch das mit mehreren Mitarbeitenden mal zu beantworten, weil es auch unterschiedlich gesehen werden kann, je nachdem, wer welchen Arbeitsbereich auch verantwortet. Und das wäre eine Anregung für eine erste kleine Schnellanalyse in dieser Art Spinnennetz, deutlich zu machen, worin sind wir schwach, worin sind wir stark ausgebildet. Und dann würde man
anregen, oder nicht man, sondern ich würde dann anregen, dass sie in den Bereichen, wo sie noch relativ schwach ausgebildet sind, die versuchen als erste zu verbessern. Also ein bisschen drauf zu setzen, einige Bereiche sind schon, da sind sie vielleicht schon ganz gut aufgestellt, die können auch erstmal so weiterlaufen. Wir gehen jetzt die Veränderung an, wo der Schmerz am stärksten sitzt und das ist meistens da, wo die Veränderung noch nicht so stark ausgeprägt ist oder noch gar nicht angegangen werden konnte. Also das ist so eine Anregung, in eine Art Schnellanalyse zu gehen und auch bei den spontanen Themen, die Sie hier gerade mit reingeworfen haben, wahrscheinlich sind es auch mehrere, nicht nur eins, auch Prioritäten setzen zu können im Sinne von, welche Veränderungen gehen Sie zuerst an? Überfordern Sie sich nicht, machen Sie nicht zu vieles auf einmal, sondern setzen Sie Prioritäten, fangen mit den ersten Themen an, um dann auch nach und nach die anderen Themen auch umsetzen zu können, Veränderungen, Verbesserungen herbeizuführen. Bevor wir zu den 5 Schritten kommen, möchte ich einmal nochmal anregen, das können wir jetzt heute hier im Webinar nicht machen, aber würde ich Ihnen gerne als Anregung mitgeben. Im Rheinland wird es, glaube ich, immer gefragt, die rheinische Universalfrage, was soll der Quatsch? Sozusagen, warum? Warum wollen wir Digitalisierung nutzen? Man spricht da von dem Konzept des goldenen Kreises, dass Sie im Zentrum sehen, dass da die Frage des Warums steht. Das ist ja auch etwas, was Kleinkinder immer als erstes fragen, weil das Warum gibt Ihnen nochmal Aufschluss über Ihre Beweggründe, warum Sie etwas verändern möchten. Das Wie schildert, wie Sie Digitalisierung nutzen können, um Ziele, Missionen und Visionen näher zu kommen oder auch konkret Ihren Organisationszielen näher zu kommen. Und das Was erklärt, welche Leistungen Sie wem anbieten, um das erreichen zu können. Ich habe ein Beispiel dafür mitgebracht von einer teilnehmenden Organisation von uns. Ein Frauenzentrum hat gesagt, wir möchten unsere Zielgruppen besser erreichen. Das Warum haben Sie damit beantwortet, weil wir mit Hilfe digitaler Möglichkeiten unserem Ziel näher kommen, möglichst viele Frauen in unterschiedlichen Bereichen zu ermächtigen, eigenständig handlungsfähig zu werden. Bei dem Wie haben Sie beschrieben, dass es aktuell im Umfeld viele Apps gibt, aber nochmal überprüft werden sollten, inwiefern diese auch eine Chatfunktion beinhalten. Und Sie wollen auch recherchieren, welche Videokonferenzsysteme es gibt, welche weiteren Optionen Sie haben, um die Kommunikation voranzutreiben. Und bei dem Was wurde dann deutlich, dass Sie auch Online-Beratung ermöglichen möchten und dadurch ein neues Beratungsthema erschließen wollen, Gewalterfahrung im digitalen Raum, wie können Frauen damit umgehen? Also das war so ein bisschen, geht das alles relativ schnell, vermute ich mal für Sie, aber einmal dargestellt die Beantwortung der Frage des Warums und es lohnt sich da erstmal innezuhalten, statt gleich in die Veränderung zu gehen, zu schauen, inwiefern hilft es uns, warum wollen wir das auch vorantreiben und warum wollen wir vielleicht einige Bereiche auch nicht digitalisieren. Ich möchte Ihnen jetzt die 5 Phasen von Veränderung vorstellen. Ein anderes Wort für Veränderung ist Transformation, 5 Schritte des Transformationsprozesses. Ich mag nochmal eingangs dazu sagen, in der Theorie aus dem Change Management und aus der Organisationsentwicklung gibt es mehrere Modelle, um Veränderungsprozesse zu gestalten. Wir haben uns gemeinsam mit unserer wissenschaftlichen Begleitung mit CIVIS für ein Modell entschieden, bei dem wir den Eindruck hatten, dass die meisten Teilnehmenden von uns genau diese 5 Phasen, diese 5 Schritte durchlaufen sind und dass dadurch eine ganz gute Abbildung ist und somit auch ein bisschen so eine Leitschnur für Sie, wenn Sie Veränderungsprozesse gestalten wollen. Und diese 5 Phasen teilen sich so auf, dass es eine Phase oder den Schritt der Initialisierung gibt. Da haben Sie jetzt schon so ein bisschen damit angefangen. Vermutlich waren Sie natürlich schon vor dem Webinar dabei, zu schauen, wo sitzt der Schmerz, welche Veränderungen wollen Sie vorantreiben. Das ist schon mal ein erster Schritt dabei und in der Initialisierungsphase gibt es noch weitere Schritte, die ich gleich im Detail vorstelle. Ich möchte Ihnen erstmal die 5 Schritte insgesamt noch vorstellen, das Konzipieren der Veränderung, das Mobilisieren, das betrifft ja die Menschen, dann das Umsetzen und die Umsetzung, die Veränderung auch zu verstetigen. Das mündet dann alles in eine sogenannte Gesamtstrategie.
Sie sehen, im Zentrum steht Digitalisierungsstrategie. Ich mag mal meine persönliche Meinung noch kurz mit reingeben. Leider können wir es nicht diskutieren, ob Sie es ähnlich sehen. Aus meiner Sicht gibt es nicht die Digitalisierungsstrategie oder Digitalstrategie, sondern es gibt eine Organisationsstrategie und in diese ist auch die Digitalisierung mit eingebettet. Aber Digitalisierung ist eigentlich nie losgelöst von anderen strategischen Entwicklungen in einer Organisation. Deswegen steht da drunter nochmal Gesamtstrategie. In den Handreichungen, die wir Ihnen zur Verfügung stehen, innerhalb dieser fünf Schritte in Veränderungsprozessen, finden Sie einerseits Impulsfragen, also Fragen, die Sie für sich nutzen können, um diese einzelnen Schritte aktiv gestalten zu können. Sie finden immer eine kleine Checkliste, was Sie alles beachten sollten in diesem Veränderungsschritt. Wir haben das in unserem Leitfaden zusätzlich noch mit Praxisbeispielen von unseren teilnehmenden Organisationen untermauert. Vielleicht nochmal ganz kurz zu unseren teilnehmenden Organisationen. Das waren alles Organisationen, die weniger als 20 hauptamtliche Mitarbeitende hatten oder Vollzeitäquivalente. Und wir hatten noch einige Organisationen, die komplett ehrenamtlich organisiert waren. Aus fast allen Engagementbereichen waren Organisationen dabei. Und vor diesem Hintergrund sind auch die Praxisbeispiele zu verstehen. Wir haben im Leitfaden, glaube ich, drei verschiedene Praxisbeispiele von drei sehr unterschiedlichen Organisationen genommen, damit Sie hoffentlich auch Anknüpfungspunkte finden können. Und wir haben jeden Veränderungsschritt eben mit Methoden hinterlegt, die wir einfach zur Auswahl stellen wollen und als Hilfsmittel noch mit zur Verfügung stellen. Ich mag mal kurz sagen, wir gehen jetzt die fünf Phasen kurz durch. Das ist jetzt alles auch wieder in einem relativen Schnelldurchlauf. Ich werde vielleicht die eine oder andere Folie nur ganz kurz anreißen aus Zeitgründen, möchte Sie bitten, dann einfach später nachzulesen und sich dann vielleicht nochmal im Nachgang intensiver damit zu beschäftigen oder auch, wie gesagt, gerne zu dem Workshop zu kommen. Da haben wir nochmal ein bisschen mehr Zeit, auch mal die eine oder andere Anwendung, die eine Praxisübung hier vorzunehmen. Beim Initialisieren geht es darum, nochmal grundsätzlich zu schauen, welche Vision der eigenen Zukunft liegt unserem Vorgehen zugrunde. Was sind unsere Handlungsfelder? Was sind sinnvolle Handlungsfelder? Wo gibt es vielleicht auch Veränderungen bei den Handlungsfeldern, die wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben? Jetzt jagt mich die Folie hier schon schneller durch. Und Sie sehen ja selbst, es geht generell darum, den Veränderungsbedarf zu erfassen und eine Art Bestandsaufnahme zu machen. Die Checkliste beinhaltet dann nochmal eine kleine Überprüfung, was Sie alles bei dem Initialisierungsschritt beachten sollten. Haben Sie die relevanten Stakeholder identifiziert? Gibt es ein Bewusstsein für die notwendigen Veränderungen bei den Stakeholdern, also bei denjenigen, die auch eine Entscheidung mittragen in der Organisation? Wer sollte auch mitgenommen werden? Welche hauptamtlichen Personen betrifft es? Welche ehrenamtlichen Personen? Inwiefern muss der Vorstand Entscheidungen treffen oder kommt auch dieser Veränderungswille, der Veränderungsimpuls beispielsweise vom Vorstand? Wir haben es relativ häufig erlebt, dass man eher den Vorstand überzeugen muss, diese Veränderung auch mitzugehen, was natürlich nicht weniger herausfordernd ist, wenn es dann auch um Fragen geht, mit welchen Tools wollen wir dann arbeiten, was wollen wir implementieren. So, ich setze mal einen Punkt an der Stelle, die Checkliste, da können Sie auch gerne später nochmal nachlesen. Wir haben dann als dritte Folie zu dem Bereich Initialisieren nochmal ausgewählte Methoden, die Sie nutzen können. Das ist überhaupt keine geschlossene Aufzählung, sondern eher, naja, also vielleicht Ihnen eine kleine Auswahl schon mal vorab zur Verfügung zu stellen, weil es im Methodenbereich schon relativ viel gibt und das manchmal ein bisschen erschlagend ist. Sie können diese Methoden auf unserer Webseite runterladen, da gibt es dann auch so Handouts, Arbeitszettel, die Sie halt dafür verwenden können. Dann gehen wir weiter zum nächsten Schritt, das Konzipieren. Hier geht es darum, Ziele zu definieren, schriftlich festzuhalten. Bedeutet auch hier, die Priorität zu setzen. Wenn Sie mehrere Veränderungsthemen haben, wovon ich sehr stark ausgehe,
trotzdem zu schauen, was wollen wir konkret als nächsten Schritt machen, welche Priorität setzen wir und dann dazu auch die Ziele zu definieren, festzulegen, auch hier smart, also sie müssen halt messbar, realistisch sein, erreichbar sein, am besten auch, woran erkennen sie, dass sie das Ziel erreicht haben. Und hier geht es auch so ein bisschen in die Richtung aus dem klassischen Projektmanagement, mit welchen Maßnahmen erreichen Sie diese Ziele, welche Kosten stecken darin, welche Zeit brauchen Sie, welche Ressourcen müssen Sie zur Verfügung stellen. Wieder die kleine Checkliste dazu, das ist fast schon immer analog dann zu den Impulsfragen, die Sie haben, dass Sie nochmal überprüfen können. Haben Sie die Ziele formuliert? Welche Maßnahmen gibt es, mit denen Sie die Ziele erreichen können? Haben Sie Prioritäten bestimmt? Haben Sie vielleicht auch einen Maßnahmenplan entwickelt? Also das so als kleine Anregung, als Checkliste noch dazu. Und auch hier haben wir wieder ausgewählte Methoden, die Sie nutzen können für diese Konzeptionsphase. Auch hier gehe ich jetzt wieder ein bisschen schneller durch, weil ich die Methoden nicht im Einzelnen vorstellen kann gerade. Es geht dann im dritten Bereich um das Mobilisieren. Und hier ganz zentral die Frage, wie können die Organisationsangehörigen, also mein Hauptamt, Ehrenamt, vielleicht auch ihre Zielgruppen, ihre Begünstigten ihrer Tätigkeiten mit einbezogen werden, vom Nutzen der Veränderung auch überzeugt werden. Und welche Anreize können zur Veränderung geschaffen werden? Also hier zum Beispiel auch Implementierung einer Datenbank, insbesondere zur Mitgliederverwaltung, Vereinfachung von Anmeldeprozessen, Teilnahmebeiträge, Mitgliedsbeiträge auch zu administrieren. Welchen Nutzen hat es, wenn eine Datenbank implementiert wird, auch wenn die Implementierung selbst erstmal ein größerer Arbeitsaufwand ist? Auch technisch wahrscheinlich so ein bisschen herausfordernd, auch schon die Frage, welches Tool ist da das Richtige, deutlich zu machen, was haben wir davon, wenn wir diese Implementierung vornehmen und dann irgendwann flüssig mit dieser Datenbank arbeiten können. Weil das relativ viel auch verändert innerhalb einer Organisation, wenn viele Prozesse automatisiert ablaufen können und wir nicht nur mit anfälligen Excel-Listen arbeiten, sondern auch gucken können, wie können einzelne Prozesse viel einfacher, schneller automatisiert umgesetzt werden. Anreize schaffen heißt auch ein bisschen Zeit zur Verfügung zu stellen, also die auch mit einzuplanen, also nicht alles zu versuchen, on top zusätzlich an die Mitarbeitenden zu geben oder die Personen, die die Umsetzung dann machen, sondern auch deutlich zu machen, dass es auch im Rahmen der Arbeitszeit stattfinden kann, so dass möglich ist. Und bevor ich jetzt zur nächsten Folie gehe, auch hier zu schauen, wie können die Personen eingebunden werden, also auch im Sinne von Mitbestimmung, Partizipation. Hier in diesem Veränderungsschritt liegt auch ganz viel Chance, eventuelle Widerstände, die aufkommen könnten, nicht aufkommen zu lassen oder auch später gut damit umgehen zu können. Und das werde ich auch nur so an der Stelle kurz anreißen, Umgang mit Widerstand, auch wenn es hier von einigen als Thema, als Veränderungsthema oder auch als Grund, warum Veränderung nicht gut stattfinden kann, genannt wurde. Ich möchte eher dann einladen, auch beim Webinar Umgang mit Widerstand dabei zu sein. Da werde ich noch mal ein paar Anregungen geben, was Sie tun können, um mit Widerstand umzugehen oder ihn gar nicht erst entstehen zu lassen. Wir haben auch hier wieder die Checkliste, die Ihnen so ein bisschen helfen soll, zu schauen, ob Sie alles im Blick behalten, wenn es um die Mobilisierung geht. Sie sehen, hier tauchen auch nochmal Schulungs-, Trainingsmaßnahmen auf, auch eine zeitliche Reihenfolge der Maßnahmen festzulegen und auch die einzelnen Veränderungsschritte, Ergebnisse zu dokumentieren, festzuhalten. Nicht nur, um sie transparent zu machen, also allen Beteiligten auch so ein bisschen den Fortschritt deutlich zu machen, sondern auch, um dann neue Veränderungsprozesse auf Grundlage dieser Erfahrung vorantreiben zu können und neu angehen zu können. Auch hier wieder ausgewählte Methoden beziehen sich jetzt oftmals auf die Akteure, auf die Stakeholder, auf die Personen, mit denen sie arbeiten, dass sie auch nochmal so ein bisschen beispielsweise schauen können, welche Menschen sind beteiligt, wer hat welchen Einfluss auf eine Veränderung, wer hat welche Haltung, was steckt dahinter, was sind die Bedürfnisse, die die Menschen da haben,
um diese Veränderung dann auch besser umsetzen zu können und die Menschen auch besser halt mit einzubeziehen, zu mobilisieren. Wir kommen zum vierten, vorletzten Schritt. Das ist zeitlich oftmals der größte, nämlich das eigentliche Umsetzen der Veränderung. Hier werden die Maßnahmen, die Aufgaben dann umgesetzt. Auch hier kann man nochmal schauen, was muss mit welcher Priorität oder in welcher logischen Reihenfolge erfolgen. Also wenn ich bei dem Thema Implementieren der Datenbank bleibe, brauche ich, glaube ich, erstmal eine Übersicht, welche Datenbanken, welche Software käme in Frage. Was muss sie können? Also ich muss einen kleinen Anforderungskatalog entwickeln und brauche dann Entscheidungskriterien, für welche der Datenbank, für welches Tool entscheide ich mich. Das wären quasi hier vom logischen Ablauf her die ersten Aufgaben, die zu tun sind, bevor es dann halt um das Anschaffen geht, Implementieren, Datentransfer beispielsweise geht und auch Schulung der Mitarbeitenden. Und in der Umsetzungsphase wird eben auch der Programmablauf dokumentiert, monitort, geschaut, wo Abweichungen sind, welche Anpassungen eventuell vorgenommen werden müssen. Checkliste bedeutet, die geplanten Veränderungen umzusetzen, auch den Fortschritt festzuhalten, Ergebnisse gegebenenfalls zu reflektieren, Ziel erreichen zu überprüfen, also immer wieder mal zwischendurch zu schauen, ist das Ziel, was wir uns gesetzt haben in der Initialisierungsphase, ist es noch realistisch, das zu erreichen? Gibt es vielleicht auch Entwicklungen, bei denen wir merken, wir müssen das Ziel vielleicht auch nochmal verändern oder anpassen? Das wäre auch in der Umsetzung was Wichtiges, was man auch so ein bisschen Monitoring nennt, um nicht nur im Umsetzen zu sein und zu bleiben, sondern das auch im Blick zu behalten, was ist realistisch. Also wir hatten ein, zwei Organisationen, die beispielsweise eine größere Software implementieren wollten und haben im Umsetzungsprozess dann aber gemerkt, dass das nicht gut funktioniert und sind im Umsetzungsprozess haben sie noch eine Veränderung vorgenommen und sich für ein anderes Tool entschieden. Und deswegen ist Monitoring auch wichtig, zu schauen, ist es erreichbar und mit welchen Ressourcen ist es noch erreichbar, weil auch in der Umsetzung sich einiges verändern kann. Wir haben auch hier wieder einzelne Methoden, insbesondere so fürs Reflektieren, fürs Monitoring zur Verfügung gestellt. Effizienter Arbeiten ist auch nochmal eine Methodik, die wir als Anregung mit reingeben möchten. Und damit springe ich dann schon mal zur letzten Phase, das sogenannte Verstetigen. Hier geht es darum, die Ergebnisse zu überprüfen. Das kann so ein kleiner Soll-Ist, ne? Was war geplant, was haben wir tatsächlich erreicht sein, warum haben wir vielleicht etwas nicht erreicht und auch nochmal zu schauen, wie kann diese Veränderungsbereitschaft, die Wandlungsbereitschaft auch weiter gesichert werden, weil unsere Organisationen sich ja in einem steten Wandel, in einer stetigen Veränderung befinden. Und wie können diese Kompetenzen, wie kann das Wissen, was wir in dieser Umsetzung erlebt haben, auch weiter gesichert werden. Ja, vielen Dank, Sabine. Da möchte ich auch gerne einladen, wenn Sie Fragen haben oder auch wenn Sie etwas teilen mögen, gerne hier in den Chat schreiben. Das greifen wir jetzt gleich nochmal am Ende auf. Ich habe noch die Folien der Checkliste. Erreichte Verbesserungen weiter auszubauen, Veränderungsprozesse in Gang zu halten. Wenn Sie mehrere Veränderungsthemen haben, auch hier wieder zu schauen, was ist in Ihrer Prioritätenliste als nächstes dran. Wie schnell sollten Sie das vielleicht dann noch umsetzen oder geben Sie sich erstmal in der Organisation auch ein bisschen Zeit, die gerade durchgeführte Veränderung erstmal sacken zu lassen, erstmal anzukommen und dann später weiterzumachen. Auch hier wieder einige Methoden als Anregung. Und ich bitte um Verständnis, wenn das jetzt alles relativ schnell geht, noch eine letzte Folie zu den Methoden. Wir haben auch drei Methoden ausgewählt, die im Grunde genommen phasenübergreifend genutzt werden können. Teilweise sind sie wahrscheinlich auch bekannt mit Retro-Kanban, kleine Check-in, Check-out-Methoden für Teambesprechungen beispielsweise, wenn Sie in der Umsetzungsphase gucken, wie weit kommen Sie voran, was muss noch getan werden, dass Sie da nochmal kleine Ideen haben, wie Sie diese Besprechung auch gut strukturieren können. Abschließend noch
sogenannte Gelingenskriterien. Wir haben 10 Gelingenskriterien herausgefiltert auf Grundlage der Erfahrung unserer teilnehmenden Organisationen. Wird wahrscheinlich alles nicht ganz so neu klingen. Dennoch ist es eine ganz gute Zusammenfassung und hoffentlich auch eine Motivation für Sie, Veränderungen voranzutreiben in Ihrer Organisation. Bedeutet, ein Gelingenskriterium ist beispielsweise der Austausch mit anderen Organisationen, also sich mit befreundeten Organisationen, vielleicht mit anderen, mit denen Sie vielleicht im gleichen Mitgliedsverband sind, auszutauschen, auch mit Personen, wo Sie wissen, die haben ähnliche Erfahrungen, ähnliche Kontexte, in denen sie tätig sind, sich untereinander auszutauschen, sich gegenseitig auch Anregungen zu geben. Das kann bis hin zu kollegialer Beratung auch gehen. Bestehende Erfahrungen zu nutzen, also auch da zu schauen, wer hat denn schon mal ähnliche Erfahrungen zu diesem Thema gemacht? Wer hat beispielsweise schon mal eine Datenbank implementiert? Wer möchte gerade stärker Social Media in der Öffentlichkeitsarbeit nutzen? Wie haben die das gemacht? Barrierefreie Webseite, wer hat da Erfahrung gemacht? Von dem kann ich quasi praxisnah lernen, bevor ich eine größere Fortbildung mache oder mir einen externen Berater dazu holen muss. Also diese bestehenden Erfahrungen zu nutzen. Wir können da gerne einladen. Auf unserer Webseite haben unsere teilnehmenden Organisationen ihre eigenen Erfahrungen auch ein bisschen dokumentiert. Wir haben da auch so kleine sogenannte Digitalks zur Verfügung gestellt. Das heißt, das sind so kleine Hörstücke, bei denen halt unsere teilnehmenden Verantwortlichen berichten, welche Erfahrungen sie gemacht haben in ihren Veränderungsprozessen. Dann Gelingenskriterium Nummer 3, ein sogenanntes digitales Team bilden. Sie kennen das vielleicht auch ein bisschen aus dem Projektmanagement oder wenn Sie Projekte umsetzen, dass es so ein kleines Projektteam gibt. Und das wäre auch hier ganz gut, ein kleines digitales Team zusammenzustellen, was im Grunde genommen die Veränderung, den Veränderungsprozess koordiniert und zusammenhält. Im Kontext von Change Management wird da häufig auch von den sogenannten Change-Treibern, also von den Veränderungsbefürwortern gesprochen, die anderen hoffentlich auch immer ein bisschen mitziehen und mitreißen können. Dann Fehler machen. Nur wer nichts macht, macht keine Fehler. Fehler machen, aus denen Sie ja dann auch lernen können. Das ist ganz wichtig, wie zum Beispiel auch das Beispiel von der einen Organisation, die halt angefangen hat, eine Software zu implementieren und mittendrin gemerkt hat, das war nicht das Richtige. Und es war wichtig, sich diesen Fehler auch einfach einzugestehen und dann eine Veränderung oder eine Anpassung vornehmen zu können. Informierte Entscheidung treffen. Es gibt ja eine Fülle an Software, eine große Menge an Möglichkeiten, wenn es um eine Webseite geht oder ähnliches. Da ist es gut, sich Informationen zu holen von anderen Beteiligten. Also auch viel zu nutzen, was an Angeboten da ist, beispielsweise von D3, von Stiftung Bürgermut. Wenn Sie in Ihren Sprechstunden halt auch so ein bisschen von einzelnen Tools berichten, dass Sie da mal reinschauen können, wie funktioniert dann eigentlich Notion oder irgendeine andere Software, um dann für sich selbst eine informierte Entscheidung treffen zu können, welche Veränderungen wollen Sie vorantreiben und welche Software wollen Sie implementieren, um dann auch eine gute Basis zu haben und auch Organisationsangehörige, Ehrenamtliche gut mitnehmen zu können in diesen Veränderungen. Lassen Sie sich inspirieren von anderen. Schauen Sie einfach mal, wenn Sie ähnliche Veränderungsthemen haben, sei es jetzt in der Verbesserung von administrativen Prozessen, E-Akte, Anmeldeverfahren, Kommunikation vielleicht auch zwischen Mentorinnen, Patinnen, wie kann da etwas verbessert werden? Lassen Sie sich von anderen da auch ein Stück weit inspirieren, wie die das machen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie offen, ansonsten sind Veränderungen ganz schwer umzusetzen. Und versuchen Sie, Personen zu beteiligen. Also das große Wort Partizipation auch wirklich zu leben und zu schauen, welche Menschen sollten wie beteiligt werden, welche Menschen sollten auch informiert werden, mitgenommen werden, welche sollten mitentscheiden, welche sollten auch aktiv mit umsetzen. Prioritäten setzen hatte ich schon mehrfach genannt, erläutere ich jetzt gerade nicht weiter. Ganz wichtig, in den Prozess des Handelns zu kommen. Also nicht zu sagen, es ist alles zu viel oder wir schaffen es gerade nicht. Versuchen Sie, sich einen kleinen Schritt herauszusuchen, mit dem Sie anfangen können, Veränderungen voranzutreiben, Veränderungen umzusetzen. Also kommen Sie ins Handeln.
Abschließend noch der Verweis auf einige Unterstützungsmöglichkeiten. Einerseits hatte ich Ihnen eingangs schon gesagt, wir haben unsere vormals Projektseite jetzt umgewandelt in eine Art Wissens- und Praxisplattform. Wir haben alle Erkenntnisse aus unserem Projekt hier zusammengefasst. Sie finden den Leitfaden, die Toolbox hier. Sie finden auch ein kleines Self-Assessment-Tool hier, wo Sie einfach mal schauen können, wie digital sind wir eigentlich schon und dann auch kleine Anregungen kriegen, wo Sie Veränderungen oder welche Veränderungen Sie herbeiführen können. Dann die Digitalks sind da drin und wir haben Praxisbeispiele auch nochmal von unserem Verantwortlichen mit reingegeben, welche Erfahrungen Sie gemacht haben und mit welchen Themen Sie beschäftigt waren bei der digitalen Transformation. Dann möchte ich noch darauf hinweisen auf ein Angebot, was wir gemeinsam mit anderen Organisationen, unter anderem auch mit dem Haus des Stiftens entwickelt haben, aber auch mit der digitalen Nachbarschaft. Die DSE ist da mit dabei. Ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden. Aber Sie sehen es auf der Webseite. Wir hatten den Eindruck, es gibt so viele Angebote im Bereich Digitalisierung und wir brauchen eigentlich einen Ort, wo Menschen Unterstützung, Hilfen finden, Tools finden zu den großen Themen der Digitalisierung und haben das zusammengetragen auf dieser Webseite. Sabine hat das gerade jetzt schon im Chat geteilt. So geht digital der Angebotsfinder. Da finden Sie verschiedene Angebote von verschiedenen Organisationen zu verschiedenen Themen und auch auf verschiedenen Level, also für Anfänger, Fortgeschrittene und so weiter. Schauen Sie da gerne mal rein. Sie werden dann immer weitergeleitet auf die Seite der Anbietenden selbst. Und wenn Sie für Ihre Veränderungsprozesse mit externen Beratenden zusammenarbeiten wollen, auch hier haben wir gemeinsam mit anderen Organisationen einen Code entwickelt, den Code of Good Practice für Digitalisierungsberatung oder Coaching, der Beratenden wie auch Ihnen, die vielleicht eine externe Beratung suchen, Orientierung geben kann. Worauf kommt es denn an bei der Digitalisierungsberatung im gemeinnützigen Bereich? Worauf könnten Sie da achten? Und das kann auch Ihnen hier weiterhelfen, der Code of Good Practice als so ein bisschen als Rahmung. Und Sie finden da auch Unterstützer, Unterstützerinnen, die diesen Code mit unterschreiben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, für den Schnellritt durch Digitalisierung, digitale Veränderungen voranzutreiben. Wir haben jetzt nicht mehr allzu viel Zeit, dennoch die herzliche Einladung, wenn Sie an der Stelle gerade noch Fragen haben, die gerne nochmal in den Chat zu schreiben. Ich glaube, wir haben noch, wo ist meine Uhr? Ja, wir haben Sieben noch ein paar Minuten haben wir Minuten. noch, ne? Ja. Genau. Ganz herzlichen Dank. Wir sagen genau an dich Dankeschön. Das war ja Susanne Saliger zum Thema Veränderungsprozesse. Ein super Überblick. Und vielen Dank für die vielen, vielen konkreten Tipps und Methoden. Schauen Sie unbedingt auch eben in diese Toolbox. Sie sehen, das ist eine Fundgrube an Methoden, die Sie dort finden. Und ich hatte Ihnen schon etliche Links im Chat gepostet, aber selbstverständlich finden Sie auch alles noch einmal dann in den Unterlagen, die Sie im Nachgang zur Verfügung gestellt bekommen. Schauen Sie auch auf die Webseite vom Haus des Stiftens. Dort dann, sind auch nochmal die Links zu den erwähnten Workshops, also zu dem jetzt konkret von heute und auch zum Webinar zum Thema Umgang mit Widerstand. Ja, und wir haben auch die ersten Fragen. Und zwar, es ist ja immer auch so diese Frage mit dem Finanziellen. Und du hattest erwähnt am Anfang, dass es, oder ich meinte, war zumindest ja auch die Frage, wo gibt es denn Förderungen für so begleitende Digitalisierungen? Schwierig zu beantworten, was immer auch ein bisschen darauf ankommt, wofür. Aber ich denke schon, an erster Stelle kann man gerade das Förderprogramm 100 Mal Digital der DSE, der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt nennen, die da unterstützen. Die werden, glaube ich, nächstes Jahr eine neue Ausschreibung machen, das Förderprogramm nochmal aufsetzen. Das läuft jetzt schon das zweite Jahr gerade. Ansonsten ist es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Also weitere Quellen kann ich Ihnen gerade gar nicht so wirklich nennen. Ja, außer halt doch nochmal zu schauen, ob Sie Unterstützung nicht nur in finanzieller Art finden, sondern vielleicht auch in anderer Art,
indem sie halt beispielsweise Angebote auch nutzen, die vom Haus des Stiftens kommen, von der Stiftung Bürgermut, insbesondere vom D3-Projekt, bei denen digitale Nachbarschaft, also da sind auch viele Unterstützungsmöglichkeiten dabei, Better Place Academy beispielsweise. Das kann auch schon mal hilfreich sein, wenn es nicht nur um eine Einzelförderung geht. Mir fällt bei Einzelförderung schon noch ein, dass Sie in Ihren Bundesländern gucken können. Es gibt einzelne Bundesländer, die für Digitalisierung im MPO-Bereich, also im gemeinnützigen Bereich, auch Fördermittel zur Verfügung stellen. Vielen Dank. Das sind auf jeden Fall erste Anhaltspunkte. Es waren so Fragen, die ich versuche, sie jetzt ein bisschen zu clustern und zusammenzufassen. Es war ja schon da auch dieser Umgang mit Widerstand, wenn jetzt, aber es vielleicht noch nicht richtig Widerstand ist, aber trotzdem so, ja, so eine gewisse Hemmschwelle. Wie nimmt man sein Team am besten mit? Viele kennen ja auch die Probleme, dass vielleicht der Vorstand nicht so weit ist. Was hast du da für Tipps? Also ich glaube, es ist ganz viel, was ich in der Initialisierungs- und Konzeptions- und Mobilisierungsphase genannt habe, zu schauen, welche Personen sind es, die wichtig sind, um eine Veränderung voranzutreiben, das Veränderungsziel zu erreichen, auch so ein Stück weit zu schauen, wer hat welchen Einfluss in der Organisation und auch auf das Veränderungsvorhaben. Und wer hat welche Haltung auch zu der Veränderung? Und die einen hohen Einfluss haben, aber vielleicht eine eher negative Haltung, das sind die ersten Personen, die ich versuchen muss, mitzunehmen, zu überzeugen, auch ein Stück weit zu fragen, was steckt dahinter? Also was ist deren Bedürfnis oder deren Motiv, dass diese Veränderung nicht unterstützen wollen? Und das zu verstehen, um dann auch besser im Gespräch zu sein. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber es hat ganz, ganz viel mit im Gespräch sein zu tun, viel transparent machen, Nutzen deutlich machen, uns zu versuchen, auch die Personen in diesen Veränderungsprozessen mitzunehmen, durch Informieren, Kommunizieren, gegebenenfalls auch bei Entscheidungen mit einzubeziehen. Und das Gleiche gilt auch insgesamt bei Teammitgliedern oder auch wenn die Frage ist, welche ehrenamtlich Tätigen sollten auch mit einbezogen werden, da auch immer gucken, welche Ressourcen haben die dann auch, ne? Also nicht zu überfordern dann. Ganz herzlichen Dank. Sehr hilfreich, viele, viele wertvolle Tipps und Links. Das bringt es, glaube ich, genau auf den Punkt, dieses Feedback. Herzlichen Dank an dich, Susanne, an die Akademie für Ehrenamtlichkeit und Ihnen, liebe Zuhörende, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Bis hoffentlich bald wieder. Für heute einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss, vielen Dank.